Nachdem das beim letzten Hosting nicht so ganz geklappt hat mit dem Nachvertonen, weil ich das falsche Bild aufgezeichnet habe und dann einfach die ganze Aufnahme in die Tonne geklopft habe, sind wir nun bei Hursey 192 und wie man sieht, es gibt ja mal eine Ratshandlung, da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Es ging irgendwie um so blöde Verkehrsregeln, die jetzt eingeführt wurden. Wir haben jetzt ein Rechtsfahrgebot unten in den Tunneln. Und Kano hat das Gebiet der Thralischen Winterspiele präsentiert und Tobi hat weiter Netherite-Spitzhacken vernichtet. Das sieht man später alles noch im Video. Das Schloss hat ein Dach erhalten und ein falscher Schloss wurde korrigiert und Svensey hat gefehlt. Ja, aber jetzt, damit habe ich ja letztes Mal schon angefangen. Ich will ja jetzt weitermachen mit dem Hursey 53 von Oktober 2020, was damals wohl passiert ist. Ja, im Ballorama, die Base sah ohne Bäume drumherum irgendwie sehr kahl aus. Da muss ich irgendwann noch was hinsetzen. Heute geht es aber mit Deckenbeleuchtung im Ballorama weiter. Immerhin hat die Bowlinghalle mit Koki einen neuen direkten Nachbarn. So, und dann ging es bei Krusty Lou weiter. Die Einrichtung von dem Gebäude hier wurde allerdings seltsam. Machen wir einfach mal weiter. Ja, irgendwie musste man bei dem Gebäude aus dem richtigen Winkel schauen. Und dann sieht man wohl irgendwie Bender. Also nicht Lars oder Sven, sondern Rodriguez. Egal, das Gebäude war fertig. Und am Donnerstag wollte ich dann Kanu, Alsarin und Koki zur feierlichen Eröffnung einladen. Und dann habe ich noch Post von Kanu. Ich soll den Zufallsalgorithmus der Kisten beim Meteoritenkrater innerhalb 14 Tagen offenlegen. Wie soll das gehen? Da gibt es so Fachwörter. Gleichverteilung, Glockenkurve, Mersenne-Twister, Zufall halt. Naja, beim Museum wieder was abgeschlossen. Der allerletzte Raum, Disclaimer, der allerletzte Raum wurde nicht als allerletztes gebaut, ist fertig. Jubel, Jubel. Damit ist das Obergeschoss vom Museum fertig. Also theoretisch. Im Vorbau sind auch noch Räumlichkeiten. Die erreicht man aber über ein anderes Treppenhaus. Da muss ich also erstmal eine Zugänglichkeit herstellen. Bei der Karte ging es in die Südostrichtung und plötzlich steht da ein Portal. Es fliegt über dem Wasser. Ist zwar schwer zu erreichen, aber für den Rückweg ganz nett. Ob es wohl eines meiner Portale ist? Nein, im Nether komme ich in der Nähe von Bergen raus. Am inoffiziellen geheimen Mittwochstag dann plötzlich ein hinterhältiger Angriff. Tobi fackelt meinen Schwarzeichenwald ab. Schnell lösche ich und bitte meinen Anwalt Kano um Hilfe, während das Feuer auf das Aquädukt übergreift. Aber Kano legt sein Anwaltsamt einfach nieder und unterstützt stattdessen Tobis Angriff auf meine Gesundheit. Plötzlich stehe ich in einem Pfeilhagel. Um mich brennende Bäume und herabschießendes Wasser, welches meinen grünen Wald in ein aschebedecktes, geflutetes Katastrophengebiet verwandelt. Tobi argumentiert damit, dass ich den Wald roden wollte und nimmt mir dadurch nicht nur unzählige Ressourcen weg. Schwarzeichenholz benötige ich für den Rundweg beim Naturschutzgebiet. Hinzu kommen die seltenen Pilzblöcke, die ich alle sorgfältig abbauen wollte. Er verwandelt mein Land auch noch in eine Spawn-Area für Creeper und Skelette, die ihn und Kano dabei unterstützen, mich anzugreifen. Durchatmen. Es kommt ja noch der Hursey. Und es gibt immerhin zwei Askalonier, die ich auf meiner Seite denke. Alsarin und Koki. Denen will ich eine exklusive Führung bieten und kaufe dafür extra eine neue Kaffeemaschine und bereite weitere Geschenke vor. Doch beide ignorieren meine Einladung gänzlich und lassen mich alleine neben meiner Kaffeemaschine stehen. Kommen wir zu Hursey 54. Immer noch Oktober 2020. Um mich nach den feindlichen Angriffen und dem Verrat der Kein-Kaffee-Fraktion abzulenken, verbringe ich den Tag erstmal am Krater. Fernab der verbrannten Erde. Drive-A-Tank! Ja, der Panzerraum. Er ist im Museum jetzt endlich fertig. Insgesamt wurden mir sechs Panzer geliefert. Die haben leider nicht alle in den Panzerraum gepasst. Normalerweise würde ich ja jetzt gerne groß feiern, dass das erste Obergeschoss komplett fertig ist und Koki und Alsarin einladen. Aber sie haben meine letzte Einladung ja schon gänzlich ignoriert. Daher spare ich mir die Einladung. Es folgt das zweite OG. Dies ist bislang, bis auf den Teil der Säulenausstellung, eine große leere Fläche und es werden zu Beginn die Außenwände hochgezogen. Dann Toto. Hier beim Buddeln im neutralen Gebiet kann ich nach dem ruhmreichen Heldentod zumindest ein paar Level durch Erze und Monster farmen. Doch Alsarin möchte mir seine neue Taverne zeigen, also laufe ich die 4000 Pilger zurück. Und weil er schon so lange wartet,
leere ich auch nicht mein Inventar, sondern komme erschöpft von der Buddeltour direkt zu ihm, womit ich nicht rechnen konnte. Kanu hat mir einen fiesen Hinterhalt gestellt mit Giftpfeilen und Trank der Stärke. Erster für mich, zweiteres für ihn. Vollkommen überrascht schießt er mich tot. Darüber kann mich auch der feine Gin in Aldarins Taverne nicht hinwegtrösten. Zudem muss ich einen weiteren Hinterhalt melden. Jemand hat meine hellblauen Schafe alle in die benachbarten Gatter laufen lassen. Dies ist ein klarer Angriff auf das hellblaue Dach meiner Villa. Und ich würde ja gerne Anzeige gegen Unbekannt stellen, aber Ascalons Rechtsprechung wird ja leider grundsätzlich gegen mich gesprochen. Mühsam level ich mich in der Mine wieder bis Level 38 auf, ehe am Abend der Rat von Ascalon tagt. Dieser beschließt Friedensverhandlungen unter dem neutralen Leiter Koki im neutralen fernen Land Alsarins neuer Taverne. Koki lässt sich den bisherigen Kriegsverlauf darlegen, Kriegserklärung von Seiten Ernst Dams, mehrere Wochen später dann der Angriff von Mitgliedern der DK. Und als Tobi mit den Forderungen nicht einverstanden ist, bringt er mich um. Horste 55, immer noch Oktober. Um zum letzten Raum des obersten Geschosses zu kommen, muss ich erst den Weg durch das zweite Obergeschoss fertigstellen. Und damit einhergehend mache ich zumindest die Front des Museums fertig. Erfolg, also trotz Krieg, ja. Über dem Eingangsbereich ist noch ein Vordach. Mit einer Mauer kann ich dort weiteren Platz schaffen und mache ein kleines Gefängnis für Störenfriede rein. Kann man sicher mal gebrauchen. Ja, ich sag ja nur. Auch wenn die feierliche Eröffnung des letzten Gebäudes bei Krusty Lou wegen des Feuerkrieges abgesagt werden musste, beginne ich hier auf dem Krusty Lou-Gelände jetzt mit dem nächsten Gebäude. Und beim Pen and Paper House, da es heute nur einen Raum zu illuminieren gilt, kümmere ich mich ein wenig Outdoor um Terraforming. Das verbrannte Land wird planiert, denn mehr kann man auf diesem Gelände nicht mehr machen. Friedensverhandlungen stoppen. Daher habe ich damals einen Screenshot vom Feuerangriff eingefügt. Ach, ich glaube, den nutze ich heute auch als Thumbnail. Der passt ganz gut. Wo ist der 56? Immer noch Oktober 2020. Ja, und ich hatte ja damals noch den Weg zur Mansion durch den Nether. Allerdings, da ich zur Mansion durch Tobis Gebiet laufen muss, fällt das flach. Stattdessen habe ich noch ein Bild vom Tag des Feuerangriffs und den Schäden am altehrwürdigen Aquädukt damals in den Blog eingefügt. Ja, die Blog-Einträge sind mager, ich weiß. Aber man magert im Krieg nun mal ab. Dafür wächst das neue Gebäude auf dem Studiogelände von Grassy Lou. Bei der Karte wurde die Westseite erweitert. So muss ich in kein feindliches Gebiet. Hier nämlich will sich Koki ansiedeln. Zum Naturschutzgebiet komme ich auch nicht hin, weil ich dafür auch durch Tobis Gebiet müsste. Da muss ich leider an meinem PC sitzen bleiben. Hashtag Stay at Home. Und dann beim Ballorama, die Wände waren dran und ich habe stetig Schafe geschoren. Nicht Schere geschaffen, Schafe geschoren. Und erst viel zu spät merke ich, dass ich sie mit blauer Wolle verkleidet habe. Aber doch hellblaue Wolle gebraucht hätte. Meine hellblauen Schafe waren durch den Kriegsangriff noch kastriert. Das musste ich erst mal reparieren, ehe ich die blaue Tapete von der Wand reißen und durch hellblaue Tapete ersetzen konnte. Abends gab es lecker Toast. Ich unterbrach meine Tapeziertätigkeit, um ihr mein Land zu zeigen. Hab ja nicht mehr viele Askalonier, die mir friedlich gesinnt sind. Doch als ich gerade in den Krusty Lou Studios bin, schwenkt die Stimmung in einer Partei, deren Namen ich nicht nenne, plötzlich um. Es gibt wieder mal wilde Anschuldigungen gegen mich. Mir wird nahegelegt, Askalon komplett zu verlassen. Und dann werde ich gekickt. Ja, gut, an dem Hostel konnte ich dann natürlich keinen Screenshot machen. Ich habe dann geschrieben, Screenshot folgt, wenn ich das nächste Mal online bin, auch wenn die geplante Wandverkleidung des Balloramas nicht fertig geworden ist. Das wurde dann mit dreiwöchiger Verspätung erledigt. Ja, nachdem ich da dann tatsächlich gekickt wurde von einem Admin, dessen Namen ich hier jetzt mal nicht nenne, war ich tatsächlich 3 Wochen lang nicht in Ascalon. Aber ich habe trotzdem was geschrieben. Oh, ah! Hostel 57, November 2020. Demotiviert von den Vorgängen in Ascalon spiele ich eine Runde Schach. Heute wäre die Grenze dran gewesen. Eigentlich passend. Aber Grenzen werden ja eh nicht akzeptiert. Zumindest meine nicht. Sobald ich eine falsche Grenze überschreite, schreien alle nach meinem Todesurteil. Dann habe ich einen gewissen Professor Snape getroffen auf einem anderen Server. Aber der begrüßt mich genauso unfreundlich
wie ich in Ascalon behandelt werde. Gehen Sie mir aus den Augen, Ernst Dump! Sie sind alle gleich auf diesem virtuellen Planeten. Was bleibt mir da anders übrig, als mit einer Guillotine zu liebäugeln? Alle sind gegen mich. Und so endet es denn. Ja, da hatte ich auch schöne passende Fotos dazu. Schaut euch mal meinen Blog an. Da hatte ich dann nämlich wirklich eine Guillotine und ein Ende in den Screenshots. Russe 58, immer noch Streik von mir und immer noch November 2020. Nein, ich habe mir keine neuen Freunde gezüchtet. Ich habe in keiner Creative Map einen Zaun gemacht, drei Dorfbewohner reingesteckt und sie mit Nametags benannt in Fürst Kanu, Tobi der Vertrauensselige und Bischof Gizzleby. Nein, das habe ich nicht. Scheiße, dann habe ich mich auch noch in einem Labyrinth verlaufen. Auch da. Ja. Aber ich habe am Ende auch den Pokal im Labyrinth gefunden. Wenn ich mich richtig erinnere, war es der LBH 1700 Pokal. Naja. Wo ist denn 59? November 2020. Ja, als ich das Labyrinth fertig hatte und den Pokal berührte, wurde ich plötzlich auf einen Friedhof geportet. Und da liegt ein toter Hufflepuff. Voll gruselig. Halloween ist doch schon vorbei. Doppelhaar! Jetzt ist auch noch Heppo der Üble hier. Wer rechnet denn mit sowas? Mami. Zurück in sicheren Gefilden denke ich, dass ein Ausflug in den Botanischen Garten meinen Ascalon-Urlaub ein wenig ruhiger gestaltet. Und dann ertrinke ich fast in einem Gewächshaus. Ja, zur Erläuterung, das Labyrinth, das ich da beim vorigen Hostel schon besucht habe, war natürlich das vom Trimagischen Turnier. Und wer Harry Potter Band 4 gelesen hat, oder den Film geschaut hat, der weiß ja, was passiert, wenn man da den Pokal berührt. Hostel 60. Immer noch November 2020. Immerhin treffe ich hier auf fremden Servern auch mal ein paar Promis. Ja, da habe ich tatsächlich ein Selfie mit Dagi LP gemacht. Und dann war ich sogar mal live auf YouTube. Ja, das war damals noch was Besonderes. Damals hatte ich ja noch keine Videos. Das war total. Ich war wirklich live auf YouTube. Daher dann nämlich zwei Bilder. Das Bild von einem, also ich war in einem Stream von einem anderen, von Dagi. Also deswegen habe ich da mal zwei Bilder gepostet. Das Bild vom Stream und gleichzeitig ein Screenshot derselben Szene von mir. Ja, kann man sich auch im Blog anschauen. Wobei ich auch heute mal wieder getötet wurde. Der YouTuber hat uns nämlich alle in die große Halle gebeten und dann beschwert sich ein Mod darüber, dass es zu viel laggt und setzt alle, die dem Aufruf des YouTubers folgten, mit einem Dreizack des Todes nieder. Es war der Hase des Horrors. Man darf jetzt 3 Jahre später allerdings auch sagen, dass der Hase des Horrors nicht mehr aktiv auf dem Server ist. Man kann sich also wieder durch den trauen. Dann ging es endlich wieder nach 3 Wochen Entzug nach Ascalon. Ah, diese Luft in der Nase. Ich bin irgendwo hinten in den Krusty Lou Studios, wo ich ja eigentlich gerade eine Führung für Legatos machte. Sie hat nun allerdings nicht die 3 Wochen hier auf mich gewartet. Doch es tut so gut, die Netherite-Rüstung wieder im Körper zu spüren, die Netherite-Werkzeuge in der Hand, dass man gleich wieder ein ganz anderer Mensch. Von Krusty Lou gehe ich auf mein Gelände. Die Grenze steht noch. Die Villa auch. Das Museum auch. Hätte mich ja jetzt nicht gewundert, wenn Tobi in meiner Abwesenheit alles niedergebombt hätte. Doch es ist, als wäre ich nie weg gewesen. Alles noch da. Und es ist so toll, wie gut meine Netherite-Sachen funktionieren. Als allererstes baue ich damit nun mal endlich die hässliche Truhe auf meiner Villa weg. Großer 61. Dezember 2020. Mit dem guten Netherite-Werkzeug sense ich mich ein letztes Mal durch den Berg an der Westgrenze und kann die Grenze endlich beenden. Außerdem erhöhe ich die Grenze beim Pen and Paper aus. Immerhin wohnt Alsarin nun in der Nähe und er soll ja wissen, wo die Grenze ist. Eigentlich wollte ich auch die Grenze bei der Sandfarmregion erneuern, aber da dort weit und breit niemand baut, lasse ich die mal so und kann sagen, Projektgrenze abgeschlossen. Nachdem die Minenarbeiten so lange ruhten, schürfe ich mal wieder nach Eisen. Eisen kann man immer gebrauchen. Meine Villa hat übrigens ein Bienenproblem. Eigentlich stehen dafür einige Bienenstöcke, aber die Bienen sind wohl reingeflogen und finden jetzt nicht mehr raus. Noch immer sind wir in Kriegszeiten. Daher konsultiere ich Koki als neutralen Beobachter, der sich leider nicht auf meine Seite ziehen lässt. Er sieht die Schuld für alle Kriegshandlungen klar bei mir, weil ich vor langer Zeit den Krieg erklärt habe, ohne kriegerische Handlungen durchzuführen. Doch im Mittelalter soll man von Dämonen besessen gewesen sein. Daher gebe ich das offiziell zu Protokoll. Als ich den Krieg ausgerufen habe,
war ich von einem Dämon besessen. Immerhin war ich in der Kathedrale noch nicht. Hoste 62. Ist auch schon der letzte Viertel, oder? Ja, Hoste 62. Totu, also nee, Dezember 2020. Totu, ja, jetzt wüsste ich ja zu gerne, ob und was der weise Rat von Askalon in meiner Abwesenheit und unter Kokis Leitung besprochen hat. Auf jeden Fall war jedenfalls jemand in meinem Gebiet, denn im Ofen sind 9 Stecks durchgebrannt. Und plötzlich kollidiert die Mine mit dem Tunnel Richtung Kano. Aber der wird diese Zeit eh nicht genutzt. Die Askalonier spielen Among Us. Ohne mich. Wegen Krieg. Aber der hohe Bischof macht mir Hoffnung, dass er für Friedensgespräche offen ist. Das Obsidian-Dach des nächsten Krusty Lou-Gebäudes wird gebaut. Auf dem sogenannten Vorplatz im Pen and Paper House wächst nun ein gigantischer Baum mitten im Gebäude, den ich natürlich manuell setze. Nur gut, dass mir kein Pyromane meine Holzbestände vernichtet hat. Der Bischof lässt Friedensgespräche zu. Doch unterzeitet er mich vorher. Nee, er. Nochmal. Der Bischof lässt Friedensgespräche zu. Doch unterzieht er mich vorher einer Prüfung. Ich muss zur Friedenstanne laufen, die sehr, sehr weit weg ist. Ich muss an Alsarins Gebiet vorbei. Ich muss am Pen and Papers vorbei. Und dann geht es noch weiter. Immer weiter. Doch als ich da bin und mein Gesicht vor ihm in den Schnee stecke, sagt er mir den Frieden zu. Nun fehlt eigentlich nur noch die DK. Doch das wird dieses Jahr nichts mehr geben, denn Tobi ist für Frieden zwar offen, gleichzeitig aber weiterhin beleidigend. Übrigens bin ich im Toto nun in seinem Gebiet angekommen. Das darf er nicht erfahren, solange wir noch im Krieg sind. Ansonsten flutet er mir noch den Tunnel. Aber ich denke, hier unten im Tunnel ist er eh nicht aktiv. Ja, das war der Kriegsbeginn damals, der ja dann hinterher auch irgendwann, da geht's dann halt nichts mehr weiter, der ja dann hinterher irgendwann auch mit dem Tod von Ernst Dump einherging, weswegen ja dann Alsarin, ach Quatsch, Alsarin sage ich schon, Hyperion auf dem Server aktiv wurde. Aber das kommt, wenn ich den nächsten Host vertone. Die habe ich jetzt eigentlich noch 12 Minuten, was meint? Was erzähle ich denn jetzt noch 12 Minuten lang? Ja, also es war eine harte Zeit. Ich war tatsächlich 3 Wochen am Stück nicht auf dem Server, aber es hat niemanden damals interessiert. Mein Gebiet wurde kaltschnäuzig abgefackelt, mein guter Wald. Ich habe ja da mal alle Projekte damals dann im Nachhinein, also der Krieg geht ja noch ein bisschen, aber ich musste damals alle Projekte im verbrannten Land, das ja damals das als verbranntes Land genannt wurde, aufgeben. Ja, es war eine schlimme Zeit. Und die Kaffeemaschine, die ich ja extra für Alzarin und Koki damals angeschafft habe, damit sie auf meiner Seite sind, die wurden von denen ja leider komplett ignoriert. Was ja auch doof ist. Also, ja, die waren wirklich überhaupt nicht daran interessiert zu schlichten, obwohl Koki ja sogar als neutraler Beobachter gebeten wurde zu schlichten. Aber nein, also sowas kann Koki anscheinend nicht. Und Alsarin komplett ignoriert, ja. Und da habe ich mich voll gerade versehentlich ausgelockt. Ja, was mache ich denn hier eigentlich? Ja, man hat in der Folge jetzt, während ich von den Kriegszeiten gesehen habe, im Hintergrund auch schon das Twalische Gebiet gesehen, wo später die Twalischen. Ach ja, richtig. Chrissy hat gesagt, sie hat irgendwo eine Truhe für mich versteckt. Hi, Olaf. Aber sie hat nicht gesagt, wo. Und deswegen musste ich den Schlossbau unterbrechen und diese blöde Truhe suchen. Weil ich ja wissen wollte, was drin ist, weil sie hat gesagt, das ist etwas, worüber ich mich freue. Also ich gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und der König hat gesagt, warum baust du nicht am Schloss weiter? Und ich habe gesagt, ja sorry, Casey hat mich wieder abgelenkt. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und ja, wo findet man hier jetzt eine Truhe? Ja, wo soll eine Truhe sein? Ja, hier beim Kamel geht er auch nicht. Da bei den Gurken nicht. Hier in der Kirche nicht, hier bei den Dorfbewohnern nicht. Die schlafen, dann kann ich ja mitschlafen. Ja, komm, leg mich mal neben die Dorfbewohner und dann schlafen wir eine Runde. Aber hier ist auch keine Truhe.
So, wir die Nacht mal durchschlafen. Ja, dann steht man auf und dann kommt man in das Gesicht von seinem Dorfbewohner. Und dann habe ich weiter gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und hier in dem Portal, das ja nicht für die Dorfbewohner ist, war auch keine Ruhe. Habe ich weiter gesucht, 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 gesucht. Und ja, wo findet man hier jetzt so eine Truhe? Also. Oh. Da können wir gesucht und 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 gesucht. Ja, also hier sind ja noch ein paar alte Truhen. Dann hier hinten, wo sich ja irgendwo der Eisbär verlaufen haben sollte, ist auch keine Truhe gewesen. Und dann habe ich im Nether gesucht. Was habe ich im Nether gesucht? Wo läuft er denn jetzt hin? Ich schau mal kurz, woraus wir. Oder habe ich dann doch am Schloss weitergebaut, damit der. Ach, dann bin ich wohl zum Schloss gegangen, damit der König zufrieden ist. Oder habe ich da auch gesucht? Nee, ich habe hier auch gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und habe ich weitergebaut? Ich habe tatsächlich weitergebaut. Ja, wir wollen ja auch den König zufriedenstellen. Wir sind ja nicht in den Kriegszeiten von 2020, wo er beleidigend war. Nein, wir sind hier in Friedenszeiten. Beziehungsweise das Schloss besorgt ja die Friedenszeiten, denn das war ja die Abmachung. Schloss oder Krieg. Deswegen baue ich ja dieses Schloss für den König. Damit es keinen Krieg gibt. Damit nicht 2020 wiederholt werden muss. Denn das will keiner. Keiner wieder. Wobei, doch, ich glaube, einige Askalonier fänden es unterhaltsam, wenn es wieder einen Krieg gibt. Aber ich möchte keinen weiteren Krieg. Nur damit das mal klar ist. Ich bin Pazifist. Ich habe extra Hyperion erschaffen, damit die Fehler von Ernst Damp nicht wiederholt werden müssen. Ja, und hier entsteht doch. Ja, ist das nicht schön, wie hier so ein Dach entsteht? Ja, und dann noch so in Speed? Da geht alles viel schneller. Ja, auch wenn dann hier, oh, war alles eine Ebene zu tief, wird halt alles mal gerade eine Ebene hochgesetzt. Ist das nicht toll, da mal zuzuschauen? Ja, so ein Dach kostet einen auch keine grauen Haare, das kann ich euch sagen, nicht? Ja. Aber wir sind ja tatsächlich so weit im Krieg, wenn ich sage, ach Quatsch, im Krieg, aha! Wir sind ja tatsächlich so weit im Frieden, dass ich ja dem König sagen kann, welche Ressourcen ich für das Schloss brauche. Und er liefert mir die dann normalerweise auch. Zum Beispiel hier die Karmesin-Dinger. Ich habe ihm gesagt, ich war am Bauen und habe gedacht, hier, ich mache demnächst das Dach und bräuchte da dann Karmesin. Und er fragt, wir sind Karmesin. Und dann habe ich also wahrscheinlich einmal gesagt, ja, ihr habt es wahrscheinlich einmal ins Englische übersetzt, das ist das Crimson, heißt es ja im Englischen. Er hatte keins, hat er gefragt, wo gibt's das denn? Da habe ich ihm beschrieben, wie er im Nether zu meinem Crimson Forest kommt. Ist er hingelaufen, hat sich ein paar Setzlinge gekauft und man sieht ja hier manchmal im Hintergrund, hat sich einen kleinen Hain, da rechts hat man es gerade gesehen, hat er sich einen kleinen Hain hier vor Schluss gebaut, damit er dann, wenn ich nichts. Also erstmal hat er mir natürlich auch Crimson Holz, also Karmesinholz mitgebracht. Ich will ja hier Deutsch reden und nicht Englisch. Also er hat mir Karmesinholz auch mitgebracht und dann direkt den Hain hier hingebaut, damit er nächstes Mal nicht wieder so weit laufen muss in meinen Crimson Forest. Ja. So, wieder ein kleines Stückchen vom Dach weitergebaut. Ist doch nicht schön. Ja, irgendwo hier läuft auch der König rum. Ja, da läuft rum. Das hier ist ja natürlich eine sehr schwere Stelle, weil das hier ja. Hier ist ja ein schräg gebauter Turm. Ich freue mich schon drauf, die Turmwände hier hochzuziehen. Und entsprechend muss ja dann auch das Dach hier so, so schräg abgeschrägt sein, nicht? Ja. Oh, diese Tunnel, Tunnelwände, diese Turmwände, die, vor allem das Problem ist ja auch, bei diesem Ressource-Pack sind die Half-Slabs ja teilweise nur Viertel-Slabs, sodass da ja auch noch Löcher im Dach sind, die eigentlich gar nicht da sind. Die sind ja nur aufgrund des Ressource-Packs da. Das verwirrt natürlich auch gar nicht beim Bau. Ja. Naja, mal schauen, wann die 1.22 rauskommt. 1.22? Ja. Bei der 1.22 wird es ja wieder viele Änderungen geben, deswegen habe ich auch aufgehört, an dem Share für die 1.21 zu tun, weil ich will immer schauen, wie groß die Änderungen dann sind, aber ich vielleicht auch mein Ressource-Pack Electricity dann schon wieder aufgeben muss. Auf jeden Fall werde ich jetzt, bis die 1.22 rausgekommen ist, keinen weiteren Shader mehr suchen. Ja, deswegen, ja, finde ich do auch doof, aber die ist jetzt schon so lange angekündigt, warum kommen die eigentlich nicht? Die ist schon so lange angekündigt, die 1.22. Können langsam echt mal kommen. Jeden Morgen schaue ich als allererstes in meinem, wie heißt das Ding denn? Was man öffnet, wenn man Minecraft öffnet. Wie heißt das Ding, das hat einen Namen, aber jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ja, was jeden Morgen komme ich danach und dann steht da immer noch neueste Version 1.21. Ja. Und
Ron. Ja, die 21.2 hat ja die großen Änderungen mit den mit dem Trade der Dorfbewohner. Aber das ist ja jetzt erstmal noch nicht mein Problem, weil ich mit denen ja nicht so intensiv handle. Wobei es natürlich dann schon eine Challenge wäre, hier den Bibliothekar in jedem Biom zu finden. Aber nee, das ist nicht mein. Meine Challenges sind erstmal die noch ausstehen. Und zwar hier der Warden. Oder auch mal hier Kamele endlich finden. Das sind ja die Challenges von mir, die noch offen sind. Ja, toll, der Turm hat noch kein Dach. Der Turm braucht noch ein Dach, ja, nur dass es mal gesagt wurde. Ja, hier muss ich gerade nochmal umbauen. Da hat der König dann tatsächlich moniert, dass da was falsch war. Hatte er leider recht. Und dann habe ich das hier natürlich auch direkt mal abgebaut und neu gemacht. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Es wär ja auch blöd, wenn da was total falsch ist. Das fällt einem ja auf. Und je nachdem, wie es falsch ist, kann man sagen, das ist Absicht oder halt nicht. Ja. Und ja, aber deswegen ist ja auch schön, dass der König dann auch ein Bauherr ist, der regelmäßig am Schloss vorbeiguckt und schaut, wie es so läuft beim Schloss. Und ja, dann kann man das ja dann natürlich auch alles immer schön schnell korrigieren. So, und dann habe ich hier den Schlossturm, der war hier ein bisschen fehlerhaft, da habe ich den gerade mal korrigiert. Komm schon, runter da. Komm, runter. Ja. So. Dann bin ich doch mit dem Turm fertig, oder? Muss ich auf der Seite auch noch korrigieren? Ich hoffe nicht. Oh nein, ich muss auf der Seite auch noch korrigieren. Man sieht es ja hier jetzt auch. Da sind ja die Redstone-Blöcke, die ich ja für die Glowstone-Lampen da angesetzt habe. Und da waren aber gar keine Glowstone-Lampen, da waren nur die Musikboxen. Und zwar auf der völlig falschen Höhe. Ja, das hätte ich mir ja nicht beim Bauen auffallen müssen. Was habe ich denn gesoffen, als ich den Turm so angelegt habe? Ja, schön die Redstone-Blöcke und dann Notenblöcke dran statt Glowstones. Redstone-Lampen. Ja. Immer, was bringen denn dann die Redstone-Blöcke? Ja, nix, nicht? Deswegen, ja, und deswegen kommen da drunter die Musikblöcke und da drauf dann die Glowstone-Lampen. Und dann leuchtet der Turm nämlich auch. So ein bisschen. Dafür macht man das ja. Ja. So, aber ich muss wahrscheinlich noch die dritte Seite machen. Oder? Ich muss die dritte Seite auch noch machen, aber inzwischen weiß ich ja, wie es geht. Da sieht man auch wieder, da sind Redstone-Blöcke, die total ignoriert werden, da sind Notenblöcke dran. Dann muss ich hier wieder die Lampen holen. Ach, und dann fehlen mir irgendwelche anderen Ressourcen. Und dann laufe ich noch ein paar Mal hin und her, weil hin und her laufen dazu man ja schon recht regelmäßig. Ja. Und dann kann ich ja das Ganze. Ach Mann, wieso denn nichts kann man sehen? Und dann kann ich hier das ganze Konstrukt auch dran machen. Ja. Ja, jetzt komm, mach dran. Ach, komm schon, mach's richtig. Ja, genau. Und. Ja, und jetzt kommen hier wieder die Notenblöcke und die Glowstone-Dinger. So, und dann ist das Ding nämlich auch fertig. Ja, und guck mal, wie schön er jetzt in der Dunkelheit leuchtet. Ja. So, dann ist aber auch schon wieder Tag. Und dann schauen wir uns den Turm nochmal an. Und dann, ja, der sieht auch schon herrschaftlich aus. Vor allem, weil der hat ja auch schon ein Dach. Warte mal, da fehlt doch was. Darum fehlt doch was. Ist das auf der falschen Höhe, oder? Oh, ist das auf der falschen Höhe? Oh nein, ist das auf der falschen Höhe. Ach nee, kann das nochmal eins tiefer gesetzt werden? Das ist ja mal nervig, sag ich euch. Eieiei. So. Ja, jetzt haben wir es aber gleich, oder? Warte mal, da muss das. Ja, gut, und? Ja, genau, mal vergleichen. Rechts, links. Rechts, links Vergleich. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ist da der Fehler? So, das muss jetzt. Ich muss mich an den richtigen Stein orientieren und dann muss es aber auch klappen. Ja. Komm schon, das wird sich jetzt noch hinkriegen. Du hast jetzt fast zu Ende. So, jetzt aber. Hast du es geschafft? Hey, der Witzka, jetzt. Alles gleich mal. Sehr gut, jetzt aber. So. Jetzt zeig doch mal, jetzt ist aber alles richtig, oder? Ach, da unten noch der ganze Gedöns dran. Ja. Aber ich würde sagen, das reicht dann jetzt auch mal und ich sage euch an dieser Stelle, Arrivederci, Server and out.